Guten Morgen, ihr Lieben. Ein Vers aus der Bibel, der mir immer Bauchschmerzen bereitet hat, den will ich euch heute vorlesen. Und ich hoffe, dass er euch keine Bauchschmerzen bereitet, sondern euch frisch und fröhlich macht für die nächste Woche und euch vielleicht auch ein bisschen entspannt in eurem Glauben oder euch neuen Mut macht, dass Gott euch gebrauchen kann. Und zwar Johannes 15, ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Und dann später in Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt habe ich mir bei diesem Vers, so schön er auch klingt, gerade Vers 5, den nehmen viele Leute als Trauvers oder als Taufvers oder so, so schön er auch klingt, immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, diesen Vers 1, jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Was ist damit gemeint? Meint dieser Vers, dass Gott uns irgendwie ausstößt, dass er uns wegschiebt, wenn wir keine Frucht bringen, wenn wir nicht effizient irgendwie Leistung bringen in unserem Glauben? Und ich glaube, dafür ist ganz wichtig, dass wir uns den Begriff Frucht genauer anschauen. Was ist denn hier mit Frucht gemeint? Ich bin immer diesem Irrtum aufgesessen, dass Frucht in dem Zusammenhang meint, alle Dinge, die ich so hervorbringe in meinem Leben. Alles, was aus meinem Leben so hervorgeht, sind die Früchte in meinem Leben. Und dann habe ich mir gerade so, als ich dann anfing mit Jugendarbeit, angeschaut, wie viele Jugendliche kommen denn zu meiner Arbeit, wie gut sind denn meine Gruppenstunden. Auch später hat sich das durchgezogen bis in die Zeit hin, wo ich dann Pastor wurde. Und man sieht andere Pastoren, die irgendwie Gemeinden aufbauen mit 500, 600, 1000, 10.000 Mitgliedern. Und wenn man das so versteht, dass das deren Früchte sind, dann denkt man, wow, die machen alles richtig. Die halten richtig fest an Jesus und bringen super Früchte hervor. Und meine Früchte im Vergleich dazu sehen ganz schön mickrig aus. Manchmal sind da auch gar nicht wirklich Früchte zu erkennen oder vielleicht sogar schlechte Früchte. Und dann hat mich immer so ein bisschen im Gedanken an diesem Vers so innerlich die Angst oder der Druck gepackt. Leistest du genug? Bringst du genug Frucht für den Weinstock sozusagen? Stellst du ihn zufrieden? Und ich glaube, wenn wir uns aber dieses Bild mal genauer angucken, dann stellen wir fest, dass Jesus eigentlich genau das gar nicht damit gemeint hat. Ein Weinstock nämlich, der bringt Frucht, die er gar nicht unbedingt, der Weinstock kann überhaupt nicht bestimmen, welche Frucht er bringt. Der Weinstock kann, die Rebe kann nicht bestimmen, welche Frucht sie bringt, denn die Frucht ist vorgegeben von dem Weinstock. Also eine Weinrebe kann nicht plötzlich beschließen, Äpfel hervorzubringen oder Birnen. Sie kann auch nicht mal beschließen, welchen Geschmack die Trauben haben, die sie hervorbringt. Das Einzige, was diese Rebe wirklich kann, ist sozusagen aus dem den Saft aus dem Weinstock entgegenzunehmen und sich davon abhängig zu machen. Und ich glaube, genau das meint Jesus in diesem Bild auch, dass es nicht darum geht, welche Art von Früchten wir bringen, ob wir jetzt eine Gemeinde mit 1000 Mitgliedern aufgebaut haben, ob wir eine Jungschararbeit mit 20 Kindern leiten, ob wir auf unserem Instagram-Kanal, den wir für die Gemeinde gestalten, 2000 Follower im Jahr generieren, sondern es geht darum, dass wir festhalten am Weinstock. Und die Früchte, das ist das Faszinierende an diesem Bild, die Früchte kommen von ganz alleine. Es geht in diesem Bild nicht darum, dass die Rebe irgendetwas dafür tut, dass Früchte aus ihr hervorgehen, sondern die Früchte sind einzig und allein abhängig vom Weinstock und wie gut die Rebe an diesem Weinstock festhält. Und die Größe der Früchte ist schwer zu bewerten, denn manchmal sind die kleinen Trauben, das wisst ihr selber, wenn ihr öfter Trauben esst, die leckersten. Und manchmal sind die groß und prall aussehen, gar nicht die unbedingt wertvoll sind und für unterschiedliche Zwecke zu gebrauchen. Weintrauben, die für bestimmte Weinsorten besonders wichtig sind, sind manchmal zum Essen gar nicht so lecker. Und andersrum. Insofern will ich euch ermutigen, dass ihr in eurem Leben die Früchte nicht mit den Früchten anderer vergleicht. Dass ihr nicht die Früchte kritisch immer anschaut und überlegt, auch die Früchte hätte ich aber gerne oder die Früchte würde ich gerne bringen oder das würde ich gerne tun. Sondern stellt euch vielmehr einfach als ganze Weinrebe, die ihr seid, zur Verfügung Gottes. Und haltet an der Verbindung zu ihm fest und fragt jeden Morgen neu,
Herr, was kann ich, oder Herr, gebrauche mich. Bittet Gott jeden Morgen neu, dass er euch gebraucht und stellt euch ihm zur Verfügung. Und er wird in eurem Leben, wenn ihr das tut, gute Früchte hervorbringen. Auch wenn die vielleicht für euch im ersten Moment gar nicht so großartig aussehen. Aber er wird euch gebrauchen, um sein Reich zu bauen, um seine, um die Welt süßer zu machen, um euch zum Licht und zum Salz um euch herum zu machen, auch wenn ihr das vielleicht im ersten Moment gar nicht bemerkt. Und ich will euch ermutigen, ganz zum Schluss noch, dass ihr auch auf die Früchte dankbar schaut, die ihr schon gebracht habt. Dass ihr auch die kleinen Dinge und die kleinen Erfolge, die durch euch zustande gekommen sind, in denen Gott in euch gewirkt hat, nicht irgendwie kleinredet und nicht ständig relativiert, sondern dass ihr die wahrnehmt und dass ihr sie feiert und dass ihr sie dankbar aus Gottes Hand annehmt. Und damit will ich euch dann ins Wochenende schicken und wünsche euch, dass ihr ein bisschen entspannter, fröhlicher und, wie gesagt, motivierter in die nächste Woche gehen könnt.